Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf dem Kanal. Temtem Swarm ist heute rausgekommen im Early Access. Ich freue mich, ich mag das Grundspiel Temtem und das ist jetzt so ein kleiner Ableger davon. So ein Arcade-Spiel, aka bisschen Roguelite-Elemente. Und wir gehen direkt mal rein. Ich kann hier einen Temtem auswählen, Smazzy oder Platypet. Was hatte ich in Temtem schon wieder als Starter? Ich glaube Smazzy. Hält alle 5 Level plus 5 maximale Gesundheit. Maximal 120. Erhält plus 0,5% Schaden pro Level von Wasser- oder Gifttechniken. Dann haben wir hier, der hat noch einen Tsunami und eine Wasserklinge. Der hat eine Seismonch's Wrack und einen Karateschlag. Ich nehme Platypet. Komm, hab ein bisschen was anderes hier. Chipang. Ah, guck mal, sind sogar auch die Gebiete von Temtem selber. Wir gehen nach Chipanku. Und das Level Schwarm geht ja auch nicht anders. So, mit WASD bewegen wir uns natürlich und mit der Maus spielen wir. Okay. Gut. Das Zeug muss ich natürlich noch einsammeln, ne? Level Up. KI-Feld. Bereich, der sich um das Temtem erstreckt und laufend Schaden verursacht. Erhöht die erhaltenen Pansonnen um 5%. Vergrößert den Angriffsbereich auf 5%. Nimm die Technik mit, komm. So. Wir werden eigentlich permanent ein bisschen Damage machen. Wieder ein Level Up. Bora. Erhöht die Anzahl der gegnerischen Durchdringgeschosse vor dem Verschwinden. Erhöht den Schaden von Temtems um 5%. Wähle, die einem zufälligen Gegner Schaden zufügt. Oh ja, komm. Sehr gut. So haben wir es doch gerne, guck mal. Wieder ein Level Up. Wähle auf Stufe 2 zum Beispiel oder zerkratze den nächstgelegenen Gegner. Für die Anzahl, komm, wir machen die Welle auf eine nächste Stufe. Was kann ich hier noch so machen? Kann ich das Zeug kaputt machen? Nee. Okay. Wieder ein Level Up. Wasserturbine. Erhöht den, ich weiß nicht, was ist das für ein Schaden? Von Techniken des Typs Wasser um 10%, erhöht Rüstung oder die Wasserklinge macht mehr Schaden. Komm. So. Sonst so. Ah, was haben wir hier? Keine Ahnung. Okay. Oh, komm mal, jetzt kommen wir noch andere Temtem. Sehr gut. Ultimative Technik. Brauche ich die? Ja, komm, mach mal. Oh, ja. Okay. Na, jetzt talken wir aber, du. Level Up. Erhöht die Rüstung, erhöht die Geschwindigkeit von Temtems. Zerkratzt den nächstgelegenen Gegner. Komm. Ja. Was ist da hinten? Guck mal hier. Bin ich ein bisschen schneller unterwegs. Okay. Wie sehe ich, wann meine ultimative Fähigkeit wieder ready ist? Hm. Ah, da, hier. Hier sieht man es. Okay. Na komm. Wo muss ich denn hin? Bleibe im Bereich, um das Event zu aktivieren. Okay. Erhöht die erhaltenen Pansonnen, die Welle, mehr Schaden und Geschwindigkeit oder meine wilde. Oh. Glaube macht einfach mehr Damage. Aber was ist denn jetzt hier der Event? Also. Oh ja, guck mal.
Wieder ein Level Up. Erhöht den Absorptionsbereich von Abholungen. Das... Ja, guck mal. Größerer Bereich. Okay. Weiß aber immer noch nicht, was das hier... Was hier mit dem Bereich auf sich hat. Aha. Jetzt hat er was aktiviert. Frage ist nur, was habe ich aktiviert? Aha. Alles, ah, komm, Apanson und wilde Klaue auf Stufe 3. Okay. Sehr gut. Da oben ist noch ein Event. Wasserklinge. Erhöht den Schaden von Temtems um. Ja, mach mal, komm. Jetzt kommen aber einige Kollegen hier, ne? Komm mal den Tsunami, sehr schön. Was willst du? Na komm. Ja, guck mal, bisschen Heilung, sehr gut. So, der ist erledigt. Eieiei. Kann ich auch hier... Ah, guck mal, ich kann übers Wasser laufen. Gut, wir auch ein Wassertemtem, ne? Come on. Jesus. Beruhigt euch. Ja, meine Katzen. Nehmen hier gerade alles wieder auseinander. Moment. Junge, 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 haben die einen an der Waffel. Naja, ein Evolution auf Platox. Ja, komm. Evolutioniere dich. Sehr gut. Komm schon. Jetzt aber. Ja. Hab ich's? Hab ich. Verlasse den Bereich nicht. Okay. Hab ich's geschafft? Ja. Okay. Das Hit-Intervall. Ja, komm. Oh. 37 Pansonnen und die Wasserklinge auf Stufe 3. So, mal alles einsammeln, danke. Was muss ich sonst noch so machen? Zum nächsten Event gehen. Komm, wir laufen einfach mal dahin. Easy peasy. Ey. Erhöht den Absorptionsbereich, komm. Könnte wahrscheinlich auch noch nützlich sein, oder? Immer so. Muss ich das... Ah, das muss ich kaputt machen. Okay. Dann machen wir das kaputt. Komm. Ey. Ein Boss. Ich glaube, jetzt hätte ich den Tsunami eher brauchen können, ne? Hier ist auch ein bisschen Heilung. Guck mal, sehr gut. Okay. Na komm. Beruhigen Sie sich, werter Herr. Beruhigen Sie sich. Oh, wieder ein Level Up. Tintenstrahl der Gegner vergiftet. Okay. Ah, da muss ich aber was wegmachen. Ne, will ich nicht. Für die Geschwindigkeit, komm. Okay, ja, bald habe ich ihn. Guck mal. Got him. Ui, erhöht die Geschwindigkeit. Okay, shit. War Wasserklinge auf Stufe 4 und 74 Pansonnen. Ach, scheiße. Aber was muss ich genau machen? Also... Das frage ich mich jetzt gerade. Huh. Hier, wähle Stufe 3.
So, und jetzt? Alter. Beschwörungs. Besiege das hervorgebrachte Temtem für einen Erfahrungsboost. Und welches ist es? Also... Machen wir so. Ja gut. Wasserklinge. Jetzt geht das alles noch ein bisschen schneller, ha? Sonst ist so ein Event oder so, hat es aber wieder nicht, ne? Ich habe schon 1100 Gegner besiegt. Ich weiß immer noch nicht, was das Ziel ist, der ganzen Geschichte hier. Absolut kein Plan, Alter. Was muss ich denn machen? Die Seite hier, Gesindel. Ja, nee, da komme ich nicht hin zu den Panzern. Na komm. Was kommt denn hier noch alles? Und was muss ich denn genau... Also ich weiß immer noch nicht, was ich machen muss, ne? Frage ist, schieße ich vor mir oder hinter mir alles ab? Kann man hier Schaden erhöhen? Okay. Weißt du was? Hier. So, oh scheiße, da hab ich mehr erwartet. Da habe ich ein bisschen mehr erwartet, aber okay. Bleibe im Bereich. Ja, ja, ich muss ja erstmal in den Bereich kommen. Ja, das ist ja... Das ist ja die Sache. Nee, das geht nicht. Level up. Geschwindigkeit erhöhen. Ja, was soll ich denn sonst noch machen? Also... Ach du Scheiße. Hier, Heilung. Na, zweimal nochmal hier drin, komm. Sehr gut. Und jetzt? Besiege das hervorgebrachte Temtem. Ja, welches denn? Das ist jetzt natürlich die große Frage. Welches? Lass wieder zurückgehen, Scheiße. Das hier oder welches? Was wollt ihr denn von mir? Erhöht die Rüstung um 5%. Okay. Na komm. Oh, was ist da unten? Das ist ein Boss. Okay. Komm mal so. Hat ihm gar nichts gemacht. Sehr gut. Ey. Ja, ich muss abhauen vor ihm. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ne, den werde ich nicht. Nee, den kriege ich nicht down. Da bin ich vorher tot. Ist das nix? Heilung könnte ich eigentlich noch brauchen, aber. Och Gott im Himmel. Oh ne, du. Ja. Gut war's. Na, besiegt. Und jetzt? Ja, also... Erzielt.
Ja, und was bringt mir das jetzt? Freigeschaltet. Abgeschlossene Kudos. Okay. Ja, und jetzt? Also, du kannst deine dein Temtem jetzt im Fähigkeitenmenü verbessern. Wähle es aus, um darauf zuzugreifen. Aha, mit Hilfe dieses Fähigkeitenbaums kannst du bestimmte Aspekte deines Temtems dauerhaft verbessern. Erhöhen wir Platypets maximale Gesundheit. Wähle die Fähigkeit Max LP, um sie zu erwerben. Für 200, okay. Du kannst eine Vorschau der Vorteile und Kosten einer Fähigkeit aufrufen. Ah, halten muss ich. So. Gut, und sonst so erhöht den Schaden des Temtem. Okay. Und hier noch verringert die Abklingzeit von ultimativen Fähigkeiten. Dann machen wir nochmal die HP hoch. Da haben wir nur noch 150, ja. Nicht so viel. Ich kann aber hier Geschwindigkeit. Mit den Tsunami-Schaden. Ne, ist geil sogar. Ah ne, ich habe ja 6000 von den Dingern, ne? Also. Machen wir den Schaden nochmal hoch. Was ist das? Keine Ahnung. Verringert die Abklingzeit der ultimativen Fähigkeit um 4%. So. Den Tsunami-Schaden nochmal hoch. Abklingzeit verringern. Ich mache von allem ein bisschen. Geschwindigkeit erhöhen. Die Rüstung erhöhen. Das können wir sogar zweimal machen. Jetzt ist es eh auf maximal. Erhöht die Gift-kritische Wahrscheinlichkeit. Die kritische Wahrscheinlichkeit. So. Erhöht das Glück. Was könnte ich noch machen? Kritischen Schaden können wir hoch machen und dann hier die Geschwindigkeit. So. Gut. Okay. Also wenn ich jetzt nochmal Platypet nehme, muss ich wieder in Zipanko. Okay. 15 Minuten Chaos und endlose Gegnerwellen. Aber 15 Minuten muss ich überleben, oder was? Okay. Probieren wir es morgen nochmal. Ich sage danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.